Hi Leute, es gab wieder einen schönen Rezeptwunsch und zwar ist der diesmal von Andi Nerven. Er wollte gerne einen Flammkuchen haben mit verschiedenen Beilagen. Allerdings denke ich mal, werde ich nur den Original-Flammkuchen machen, also in dem Fall mit Räuchertofu. Und werde ein paar Variationen vorschlagen und dann könnt ihr zu Hause selber aktiv werden und so ein bisschen rumprobieren. Ja, los geht's. So, für den Teig habe ich hier erstmal 200 Gramm helles Dinkelmehl. Da kommt dann erstmal ein Teelöffel Salz dazu, ein Esslöffel Öl, in diesem Fall Olivenöl, und 110 Milliliter Wasser. Und das könnt ihr jetzt schon mal zu einem schönen Teig verkneten. Wenn der Teig noch ein bisschen an den Händen kleben sollte, könnt ihr noch mal ein kleines bisschen Mehl nachgeben. Und das unterkneten, solange bis der Teig sich schön lösen lässt. So, und wenn ihr dann so einen schönen Teigling habt, dann könnt ihr ihn erstmal wieder in die Schüssel geben und eine Weile ruhen lassen. So, dann geht's an die Soße. Dafür habe ich hier 200 Gramm Sojajoghurt. Da kommt erstmal ungefähr ein halber Teelöffel Salz ran. Dann eine Messerspitze Muskatnuss. Ein Esslöffel Olivenöl. Und etwas Pfeffer. Und bei der Soße könnt ihr jetzt auch schon ziemlich viel variieren. Zum Beispiel könnt ihr da eine mediterrane Soße draus machen. Mit ein bisschen Rosmarin, Thymian, Oregano, Majoran. Bisschen klein geriebenen Knoblauch zum Beispiel reingeben. Oder Paprikapulver zum Beispiel auch. Dann habt ihr sozusagen eine schön mediterrane Soße. Oder ihr könnt das Ganze auch zum Beispiel, wenn ihr möchtet, in die indische Richtung geben. Also ein paar indische Gewürze, Kreuzkümmel. Kurkuma zum Beispiel könnte ich mir auch sehr gut vorstellen da drin. Und ihr könnt auch mit frischen Kräutern arbeiten. Zum Beispiel könnt ihr da klein gehackten Dill und klein gehackte Petersilie unterheben. Und dann habt ihr so eine schöne Kräutersoße. So, das verrühre ich jetzt erstmal schön. Und erstmal wieder beiseite stellen. So, dann habe ich hier zwei mittelgroße Zwiebeln und 100 Gramm Räuchertofu. Die Zwiebeln werde ich jetzt ganz einfach in dünne halbierte Scheiben schneiden. Die könnt ihr erstmal in eine Schüssel geben. Dann die 100 Gramm Räuchertofu. Die schneide ich erstmal in Scheiben, circa immer so einen halben Zentimeter dick. Dann in Streifen und zum Schluss in Würfel. Und die gebt ihr ganz einfach zu den Zwiebeln dazu. Zwischendurch könnt ihr übrigens schon mal euren Ofen vorheizen auf 200 Grad. Denn der sollte nachher, wenn ihr den Flammkuchen reinschiebt, auf jeden Fall schon heiß sein. Zu den Zwiebeln und dem Tofu kommt jetzt noch ein Esslöffel Olivenöl. Und beim Belag könnt ihr natürlich auch wieder sehr viel variieren. Zum Beispiel könnt ihr bei der mediterranen Variante Tomaten und Paprika verwenden und Zucchini zum Beispiel. Bei der indischen Variante könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr möchtet. Ich würde es wahrscheinlich mal mit Kürbis oder mit Möhren probieren. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, zum Beispiel für die Kräutersoße, wären kleingeschnittene Pilze und Zwiebeln. So, die Zwiebeln und den Tofu mischen wir jetzt ein bisschen durch, damit sich das Olivenöl so ein kleines bisschen gleichmäßig verteilt. Und dann geht's auch gleich an den Teig. Ihr könnt erstmal ein bisschen Mehl auf eure Arbeitsfläche geben, dann den Teig darauf legen und diesen dann schön flach ausrollen. Wenn ihr kleinere Flammkuchen haben wollt, könnt ihr den Teig natürlich auch vorher teilen. Dann gebt ihn am besten auf ein Blech mit Backpapier, denn das wird mit Belag dann ziemlich schwierig werden. Dann könnt ihr einen Pinsel nehmen oder einen Schlesinger und gebt einfach die Soße auf den Teig. Verteilt sie schön gleichmäßig. Lasst auf jeden Fall einen kleinen Rand auch übrig. Nicht zu breit unbedingt, aber so ungefähr 1 cm kann der ruhig breit sein. Und darauf könnt ihr dann ganz einfach eure Zwiebeln und euren Tofu verteilen.
Und wenn ihr schön verteilt habt, dann drückt nochmal die Zwiebeln schön an den Boden an. So, und fertig ist euer Flammkuchen. Der kommt jetzt, wie gesagt, bei 200 Grad in den Ofen für ungefähr 20 Minuten. So, das waren jetzt genau 20 Minuten. Ja, die sieht doch eigentlich top aus. Gleich mal rausnehmen und erstmal kurz ein bisschen abkühlen. So, ich werde den jetzt mal anschneiden. Und fertig ist euer Flammkuchen. Ja, mal kosten. Also wirklich oberlecker. Das ist wie gesagt die ganz einfache Variante. Und die anderen Varianten müsst ihr zu Hause unbedingt mal ausprobieren. Stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr lecker vor. Und ja, es gibt ja auch eine süße Variante. Die kann man dann mit Apfel- oder Birnenstückchen machen. Und in die Soße so ein bisschen Zimt geben und vielleicht ein bisschen Ahornsirup, um dem Ganzen noch so eine besondere Note zu verleihen. Ja, stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr lecker vor. Ja, vielen Dank an Andi Nerven für diesen tollen Rezeptvorschlag. Und falls ihr noch andere Sachen habt, die ich unbedingt mal veganisieren soll oder die ich unbedingt mal als Video machen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, dann schauen wir mal. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.